It's Christmas time. Hey Leute, was geht? Hier sind Julian und Julius und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal. Heute um das FIFA World Cup Stars Essence Pack, ein 200k Pack für 2000 FIFA Points. Man bekommt da noch einen Swap Token mit dazu, also sehr großzügig, und ein paar Spieler. Zwei garantiert mit 85 oder höher, also das wird überragend, oder? Das wird überragend. Wir hoffen natürlich auf eine Special Card, weil wir dürfen beide die beste Karte oder eine, die wir uns halt aussuchen dürfen, aus dem Pack behalten fürs Team. Und der Gewinner kriegt dann noch das 500 FIFA Points Winter Warm-Up Pack, ne, mit 20 Seltenen und einem 84 Plus. Und der Verlierer kriegt halt ja nichts mehr zusätzlich. Leute, lasst ein Like da, wenn euch das gefällt. Gerne auch ein Abo. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Pack hier direkt mal rein, oder? Ja, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, let's go. Und um den machen wir dann ein Mind the Gap. Genau. Oh, World Cup Star. Lautaro, geil. 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 Und ich habe Fabinho, 87. Alter, nice. Ja, cool, ne? Ja, so. Ist halt krass. So, schauen wir mal noch dahinter. Ich dachte gerade, ich habe noch einen, aber das ist der Token. Digga, ich habe noch einen 89er Oblak, einen 87er Robertson. Gebt die. Ey, ich habe sogar wirklich zwei World Cup Stars im Pack. Ich habe noch Thielemans. Lul. Krieg ich einen davon? Ja, du kannst wirklich. Ja, komm, nimm den Thielemans einfach. Juhu, danke Julius. Das Weihnachten ist ja das Fest der Nächstenliebe. Eben. Und Julius hat jetzt gerade an mich gedacht, weil ich habe leider nehmen. in diesem Pack nur einen Laporte und einen Fabinho gezogen. Boah, und ich habe einfach zwei Gold Walkouts und zwei World Cup Stars. EA, also verteilt es doch mal besser, Alter. Wirklich. Das wird verteilt nach, wie gut du dich dieses Jahr benommen hast, mein Schöner. Ja, ich war leider nicht, ich war leider nicht artig. Ich habe oft meinen Jürgen gezeigt. Und auch am 24. wird der präsentiert. So, meine Freunde, dann würde ich sagen, basteln wir da jetzt ein Mind the Gap draus um Thielemans und Lautaro. Genau. Abfahrt. So, wir haben uns für die 4-1-3-2 entschieden heute und kaufen uns heute den Stürmer, also Julius dafür den ZM, weil er hat ja schon Lautaro, den RM, den RV und den LIV. Ja, das ist halt ein bisschen verquatscht, Männer, aber was soll man machen, ne? Machst du nix. Wen holst du als erstes? Den LIV. Perfekt, den wollte ich auch holen, dann hole ich den Rechtsverteidiger. Alles klar. Spezial, 10k und echt Rheinland. Spezial jetzt? Ja doch, lass machen. Let's go. Heroes dürfen Cavaral. Oh, ist ganz nice. Bei mir Domingos Duarte. Ja, also Leute, Heroes und Icons bei Mind the Gap natürlich immer noch draußen. So, Julian jetzt rechter Mittelfeldspieler, ich linker Innenverteidiger. Danach können wir uns nicht mehr in die Quere kommen. So, okay, let's go. Hinchab, yeah. Hahaha, geil. Bei mir Masraoui nicht viel besser. So, jetzt hole ich mir noch einen Rechtsverteidiger und das Beste zum Schluss dann der Stürmer. Bei mir wird es jetzt der ZM und zwar okay. Die nächste Liga, Tolisso. Vierte Liga. Nö, nee, ist okay. Bei mir wird es Frimpong, Ding Dong. So, letzter Spieler. Ich habe drei Ligen und vier Nationen bisher und das sind jetzt nicht die aller einfachsten Nationen, sagen wir mal so. Vier Ligen, vier Nationen, jetzt hole ich mir noch die Premier League. Bro, du glaubst es nicht, aber ich habe jetzt auch Lautaro, aber den Innenform. Das ist ja unfassbar. Bei mir wird es Korea. Das ist nochmal sehr, sehr gut, muss ich zugeben. So, bevor wir reinstarten, noch eure Teams vom letzten Mind the Gap. Anti 2008 hat mir hier ein nice Team eingesendet mit Asensio im Sturm. Rechtes Mittelfeld hat er Rodrigo eingebaut. Ich war ja letztes Mal auf voller Chemie und der Kollege hat sich ja hier nochmal ein paar Karten reingeschnappt, die auch sehr cool aussehen mit SBCs, die ich zwar nicht habe, aber hätte ich die gehabt, wäre es ein cooles Team gewesen. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus auch an Timo Sommer. Der hat ein Team mit Ronaldo und Carvajal eingesendet auf Fullcam. Sieht stark aus. Haben auch viele andere Full-Cam-Teams eingesendet, also ja, habt ihr gut gemacht, Chat und Chat. Ach. Freunde, schickt uns auch heute wieder euren Senf auf Instagram ein, @juliusfgu und @julianfgu. Und dann starten wir den Timer, bist du ready? Ja, 3, 2, 1, let's go. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin überhaupt nicht ready, aber ja. Erste Karte, diese Dumfries von Inter.
So. Ich brauche jetzt auf jeden Fall einen Franzosen. Kann man den mal auch als LM zocken? Ja, kann man. Mhm. Das halt cool. Griezmann könnte ich zwar auch spielen, aber ich glaube, da gehe ich lieber mit jemandem für den. Okay, ich habe den als Leihspieler, dann benutze ich den erstmal. Weil das ist sehr, sehr big für die Chemie. Macht es großer. So. Dieser Hinschabje ist ein super cooler Typ, aber hätte nicht sein müssen heute. Hätte nicht sein müssen, ja. Aber Dumfries bringt mir echt schon mal direkt ziemlich viel. Jetzt brauche ich als nächstes irgendwas Gutes von Leicester. Ich gehe jetzt einfach die Vereine wieder durch. Das ist smart. Premier League, Leicester. Gucken wir mal, ob dann Marokkaner oder sowas unterwegs ist. Belgien. Okay, Portugal, Argentinien. So, Marokko. Spielt bei Inter jemand aus. Ah, warte mal. Ah, ich Spanien kann nur oder Ecuador. Scheiße, Mann. Mann, warum kann Pereira nur RV? Das ist so scheiße. Ja, also Leicester kann ich schon mal vergessen. Dann gehen wir nach Bayern München. Und schon wieder 1,5 Minuten rum, so schnell geht's. Ja. Mal Bayern. Das ist. Portugal, Argentinien, Belgien. Bayern hat keinen Portugiesen, Argentinier oder Belgier, das weiß ich eigentlich schon, oder? Da bin ich jetzt dumm. Spielt da einer aus? Kettelikt haben die halt. Zufällig natürlich nicht. Okay, dann nehme ich hier Patrick. Moin. Moin, Patrick. Was geht? Patrick ist da. Joa. Ja. Okay, aber der ist trotzdem big. So, was ist das hier? Getafe. Big W. So. Olympique Lyon. Oha. Oha. Oha, das ist big. Lol. Das habe ich nicht gewusst. Das Wort noch einmal. Das ist so big, Bruder. Ja. Oh, und ein Argentinier haben die auch noch. Let's go. Bruder, Getafe ist ja anders OP. Game Changer. Warte mal, sag bloß, das ist jetzt so eine. Nein, das ist ein World Cup Star. Fuck my life. Ja. War bei mir auch schon so der Fall. Aber warte mal, der hat doch bestimmt noch eine normale. Ja, hat eine normale Karte. Ja. Ja, warte. Argentinier wäre nicht schlecht, aber. Nee. Was machen wir mit dem Hinschab hier, hä? Ich weiß es nicht. Brauche ich nicht noch einen aus der Liga? Ja. Okay, was kann der noch? LMRF-Stürmer. Okay, machen wir erstmal LM. Oh, Bruder, das dauert alles so lange! Krieg echt die Krise schon wieder hier. Oh mein Gott, der sieht ja ultra gut aus, Kappa. Okay. Ich brauche noch Leicester-Spieler. Ich glaube, ich gehe mit Bundesliga. Das heißt, meine Leverkusener. Oh, stimmt, Leverkusen habe ich noch nicht. Bundesliga. Wieso, was muss mit Leverkusener? Ich habe Frimpong. Ah, okay. Einmal. Scheiße. Aber das bringt gar nichts, jetzt hier noch einen von Leverkusen, oh, weil. Schon, ja. Ich habe schon ZDM belastend. Okay, das ist eigentlich auch mies verquatscht. Dann kann ich jetzt hier eigentlich auch einfach einen aus der Ligue A nehmen. Dann komme ich auf mehr Chemie am Ende des Tages. Okay, mach das großer. Danke. Und zwar Lopez. Ich hole mir jetzt einfach Diaby. Noch einer von Lyon. Ich glaube, wir haben nicht mehr so lang. Kagerat, die alte Legende. Okay. Oh mein Gott, ich habe noch 16 Sekunden. Ich bekomme wirklich Gänsehaut bei dem Team. Wie lange habe ich noch? 7, 6, 5, 4. Oh, scheiß drauf. Okay, ja. Boah, Junge, ich habe mein Team gerade so voll bekommen. Digga, das war heute ein absoluter Krampf und ich habe Thielemanns komplett ignoriert, fällt mir jetzt gerade auf.
Ey, es reicht einfach nicht. Du musst jeden Verein nachgucken, wenn du so Kackpratzen hast, Alter. Ja, da musst du die ganze Zeit die Nationen doppeln und wenn du halt schon 4, 5 Nationen hast, dann ist das halt irgendwo auch nicht mehr möglich. Das ist so schwer, Chat. Und jetzt ist das hier auch schon wieder so verbuggt, die Scheiße. Wie viel Chemie hast du, Großer? Warte kurz. Chemie. Du hast unter 30, oder? Ja, ich habe unter 30. Du auch, oder? Ja. Über 25? Ja, das habe ich hinbekommen. Okay. 27. Ich habe 28. Nein. Och, nein. Das heißt, du bekommst 2 Bronzespieler. Ja, und mein Starspieler ist auch sowas von komplett leer. Ja, stimmt. Ja, deswegen, ja. Super. Also, ich stelle alles um, außer mein ZM. Ach, das ist einfach ein... Das fuckt mich jetzt gerade schon wieder ab. So eine Krawatte, Chat. Hau rein. Dann nehme ich LMRM. Wow. Diaby und Masraoui, das tut weh. Nice. Kendrick Lamar. Lautaro Martinez. Ei. Ja. Korea. Oh, nein. Ei. Komm, gib mir jetzt Rot. Ja. Oh. Das sah mies verquatscht aus. Da oben ist er. Oh. Hui. Ja. Boah. Nein. Boah. Och nee. Otaro, Junge. Oh, den macht er. Was ein Spiel, Alter. Hier geht heute echt gar nichts. Ja. Als ob er den aus der Position macht. Hilfe. Hat mich gerade ein bisschen an. Egal. Mein Gott, das wär's gewesen. Eieiei. Nicht, dass ich den Angriff noch kriege. Hätte ich nochmal ausspielen können, aber ja, war nix heute. So, wir kommen zum Diskarden und ich nehme die Position, wo mein Starspieler steht. Linker Stürmer. Puh, mein Starspieler stand im rechten Sturm. So trifft's nur Radetzky. Da bin ich auf jeden Fall gut mit weggekommen. Alles klar. Dann ziehst du jetzt noch dein irgendwas-Pack da im Shop. So, dann ziehe ich das Ding und darf davon auch nochmal einen behalten. Oh, jetzt ziehe ich einen World Cup Star in dem Pack, das ich nicht behalten darf. Und ich ziehe auch Lautaro. Lol. Wild. Und ich ziehe den besten Rechtmittelfeldspieler der Welt, Jan Sommer. Habe ich einen von Leverkusen noch drin? Leider nicht. Ach, Digga, wirklich, was soll ich da nehmen? Ich nehme Adama Traoré für die Bank mit. Alles klar, gönn dir. So, Adama Traoré habe ich jetzt erstmal sogar in die Startelf gepackt, weil der nochmal ein bisschen besser ist als Bellarabi, dadurch einen Chemiepunkt weniger, aber ist okay, ja. Und Lautaro, der wird wahrscheinlich eher nicht zocken, aber vielleicht kommt er von der Bank oder so. Alles klar, und bei mir Thielmanns jetzt im ZM unterwegs. Sieht, ja, so langsam sieht's nach was aus hier mit Gu Quanbo, den ich natürlich wieder kaufe am 24. Einige Spieler sind hier irgendwie wieder verschwunden. Freunde, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Gerne auch ein Abo. Und dann sehen wir uns morgen wieder zum nächsten Türchen. Hier geht's zu einem Video der letzten Tage und ciao. Ciao.